willkommen in der besten Mikrogroggerie der Stadt. Carla! Oh! Was glaubst du eigentlich, was du da machst? Wonach sieht's denn aus? Ich habe den Eindruck, du säufst dich mit schlechtem Fusel um den Verstand. Hey, tolle Idee! Danke für den Tipp. Warum betrinkst du dich? Ich trinke, um zu vergessen. Was vergessen? Hab ich vergessen. Das ist es. Ich trinke, um die schreckliche Zeit auf Monkey Island zu vergessen. Toll! Wirklich toll, dass du mich daran erinnert hast. Jetzt darf ich mit der Sauferei wieder von vorne anfangen. Tut mir leid. Alkohol ist keine Lösung, Carla. Das kommt auf die Aufgabe an, oder nicht? Hilfst du mir, die Zutaten für die ultimative Beleidigung zu finden? Ich sag dir was, Bike Rush. Brush Guide Reboot. Ich bleibe hier und halte die Augen nach irgendwelchen Zutaten offen. Okay? Okay. Barkeeper, bring mir noch einen Grog, du elender Aste. Wie gefällt es dir hier? Es ist schrecklich. Der Grog ist dünner als mein kleiner Finger. Außerdem lassen die mich nicht fechten. Und außerdem gibt's nur Chips mit Hüttenkäse. Wenn es hier so schrecklich ist, warum gehst du da nicht einfach? Zwei Gründe. Erstens, das ist der einzige Ort, an dem du in diesem gottverdammten Familienparadies von Insel einen Drink bekommst. Betens, ich fürchte, jemand hat meine Beine geklaut. Warum? Weil ich sie nicht mehr fühle. Na, dann noch viel Spaß bei deinem Landurlaub. Ei, ei, Captain. Dieser Tresen ist ekelhaft sauber. Er klebt nicht mal. Hi. Hey, ho. Was kann ich dir antun? Und? Wie laufen die Geschäfte? Großartig. Das hier ist der einzige Ort im Dreiinselreich, an dem die Menschen noch köstlichen, frisch destillierten Grog bekommen. Die Menschen kommen aus aller Welt zu uns, um unsere 65 Grog-Sorten zu kosten. Dazu gehören der Schädelsprenger, der grüne Grog, der Doppelgrog, die Sirenenpisse. Der Name leitet sich übrigens aus der Farbe und nicht aus dem Geschmack ab. Und natürlich unser preisgekröntes, abgestandenes Bier. Unsere Grogs werden nach klassischen Rezepten von Mitgliedern der Mikrogroggery-Familie destilliert. Und was ist mit ordinärem Grog? Was soll das? Bist du etwa einer dieser rückständigen Saufbeutel? Wie war das doch gleich mit der enormen Bedeutung der Mikrogroggery? Großartig. Das hier ist der einzige Ort im Dreiinselreich, die Metat und was? Hey, was ist denn das für ein seltsames Teil mit Sattel? Das, mein Freund, ist meine mörderische mechanische Seekuh. Was zum Teufel ist eine Seekuh? Die Seekuh ist ein Meeressäuger. Sie ernährt sich von Seegras und anderen Pflanzen in seichten Gewässern. Sie ist zwischen 2,65 Meter und 3 Meter lang und wiegt an die 450 Kilo. Das klingt nicht besonders mörderisch. Hört sich echt nach einer schwimmenden Kuh an. Versuche einer Seekuh das Gras aus dem Maul zu holen, dann siehst du, wie mörderisch sie sein kann. Wozu brauchen Sie eine mechanische Seekuh? Tja, normalerweise zur Unterhaltung meiner Kunden. Aber im Moment haben wir eine kleine Werbeaktion. Wem es gelingt, sich in der höchsten Stufe auf der Seekuh zu halten, dem winkt ein Planet Reboot-Gutschein für ein echtes Affenkrug-Menü. Ich würde gern mein Glück auf dieser komischen Seekuh versuchen. Alles klar. Zeig, was du drauf hast. Okay,
Ich fange mit der Stufe Bettnässe an. Das sollte für einen kräftigen jungen Mann wie dich kein Problem sein. Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh, 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 oh. Ich habe schon betrunkene alte Damen gesehen, die sich länger auf meinem Baby halten konnten. Bettnässer! Marketingmaterial zum Thema Timesharing. Stans neues Gebäude sieht ganz schön festlich aus. Stans Schreibtisch steht draußen. Das ist aber nicht gut für die Politur. Das nenne ich einen schönen Strand. Wenn du findest, dass es dir jetzt gut geht, stell dir vor, wie gut es dir mit 3 Dutzend Timesharing-Ferienbungalows gehen würde. Und das soll eine Verbesserung sein? Abwechslung, mein Sohn. Das gibt deinem Leben die richtige Würze. Ein leerer Strand ist ungefähr so aufregend wie ein leeres Bett, wenn du weißt, was ich meine. Nicht wirklich. Stan, bist du das? Hey, wenn das nicht mein alter Freund, Bob ist. Guybrush. Natürlich, natürlich. Erzähl mir von diesen Broschüren. Tu dir selbst einen Gefallen und lies sie. Sie sind mit fantastischen Informationen zu Stans Timesharing-Angeboten vollgestopft. Nimm eine. Sie sind gratis. Tja, so bin ich. Ich verschenke das Zeug einfach. Ich dachte, du verhökerst Lebensversicherungen. Das hat sich totgelaufen. Verstehst du? Totgelaufen. Im Ernst, mit Versicherungen ist heute nichts mehr zu verdienen. Warum? Alle meine Klienten kamen nach ihrem Tod als Geister wieder, um die Versicherungssumme einzusacken. Tja, man muss flexibel sein, Junge, wenn du verstehst, was ich meine. Timesharing ist das Geschäft der Zukunft. Ja, toll. Herzlich willkommen zum nächsten Video von Let's Play Monkey Island 4. Wie ich gerade gesehen habe, hatte ich vergessen, das Mikro mit Strom zu befeuern. Das heißt, es war mal wieder ohne mein Gesabbel drauf. Naja, warum denn auch nicht? Ja, also wir haben jetzt hier den tollen Stan, wie ihr gerade seht. Wer sich an ihn noch erinnert, weiß, dass die Gespräche mit ihm immer ultra nervig sind. Also irgendwas hinter uns. Warum steht dein Schreibtisch im Freien? Ah, es ist ein wunderbarer Tag. Wie könnte ich an einem Tag wie diesem im Haus arbeiten? Warum bist du wirklich hier draußen? Nur, ein kleines Ungezieferproblem. Das Problem ist zwar klein, dafür ist das Ungeziefer ehrlich gesagt ziemlich groß. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich werde mich sofort darum kümmern. Das ist nur ein unbedeutender Nachteil. Wichtig ist doch nur, dass die Timesharing-Einheiten rechtlich praktisch ungezieferfrei sind. Du verhökerst jetzt Grundstücke? Timesharing-Objekte, mein guter Mann. Suchst du nach einer Zweitwohnung, nach einer Geldanlage, nach einem kleinen Nebenverdienst? Du kannst aufhören zu suchen. Du kannst es dir nicht leisten, diese einmalige Gelegenheit nicht zu ergreifen. Und in den nächsten 24 Stunden bekommst du ein kostenloses Menü und einen Affenkrug im Planet Threepwood. Du musst dir nur mein Angebot anhören. Ein Krug pro Kunde, nur solange der Vorrat reicht. Nicht gültig im Staat Wyoming. Okay. Machen wir es erstmal so. Ja, mit dem Angebot. Ein kluger Entschluss, mein Freund. Du wirst mir dankbar sein, wenn ich dir dieses attraktive Angebot vorgestellt habe. Bleib doch hier. Das Verkaufsgespräch dauert höchstens 3 Stunden. Hä? Du wirst begeistert sein von dem, was du gleich zu hören bekommst. Was ist heutzutage die beste Anlageform für dein sauer verdientes Geld? Aktien? Nein, zu riskant. Termingeschäfte mit Entenfutter? Nein, Enten sterben zu früh. Porzellanfiguren? 2 Stunden und 57 Minuten später. Also, wer wäre da nicht bereit zu investieren, hä? Hey, wach auf! Oh, du musst eingenickt sein, Kumpel. Tut mir leid. Hey, nicht mit mir. Ich lasse mir diese einzigartige Gelegenheit auf keinen Fall entgehen. Komm wieder, wenn dich mein Angebot wirklich interessiert. Du weißt, wo du mich findest.
Hast du schon mal was von der ultimativen Beleidigung gehört? Warum? Suchst du eine? Ja! Weißt du, wo ich sie finde? Im Moment nicht, aber vielleicht sollte ich welche besorgen, wenn sich die Bestellung lohnt. Wie viele Einheiten, denkst du, könnte ich absetzen? Vergiss es. Arbeitest du für Ozymandrel? Ozymandrel? Soll ich dir was über Ozymandrel erzählen, Kleiner? Ozymandrel hat keine Ahnung, was es heißt, ein echter Unternehmer zu sein. Er kennt weder die Kunst des Feilschens, noch die Begeisterung über einen Geschäftsabschluss, noch die Trauer über einen verlorenen Kunden. Alles, was Ozzy will, sind geordnete Reihen von Zombies, die sich um seinen vorgefertigten, überteuerten und sinnlosen Plunder reißen. Wo bleibt dabei der Spaß, Junge? Was ist mit der Liebe? Er ist nicht an dich herangetreten. Nicht mal für ein Vorstellungsgespräch. So, wir brauchen jetzt was aus unserem Inventar. Ich muss dann los. Du solltest nicht zu lange warten. Mein Angebot gilt nicht ewig. Und zwar müssen wir uns hier erstmal einen Kaffee reinziehen. Sonst halten wir es nämlich nicht durch. Trinke Tasse mit Croccacino. Apropos Augenöffner, ich fühle mich, als hätte ich gerade eine ganze Kaffeeplantage mit Eseln und allem getrunken. So, den können wir jetzt wieder einstecken. Was war denn das? Und jetzt sprechen wir nochmal mit Stan. Hi Stan! Was kann ich für dich tun, junger Mann? Erzähl mir mehr über diese Timesharing-Geschichte. Mit Vergnügen, mein dämlicher Freund. Du musst verrückt sein, wenn du diese einmalige Gelegenheit nicht ergreifst. Als Bonus gebe ich dir einen Gutschein für ein kostenloses Menü und einen Affenkrug im Planet Threepwood, wenn du dir mein Angebot anhörst. Ein Krug pro Kunde, nur solange der Vorrat reicht. Nicht gültig im Staat Wyoming. Her mit dem Angebot. Her mit dem Angebot. Ein kluger Entschluss, mein Freund. Du wirst mir dankbar sein, wenn ich dir dieses attraktive Angebot vorgestellt habe. Bleib doch hier. Das Verkaufsgespräch dauert höchstens 3 Stunden. Hä? Du wirst begeistert sein von dem, was du gleich zu hören bekommst. Was ist heutzutage die beste Anlageform für dein sauer verdientes Geld? Aktien? Nein, zu riskant. Termingeschäfte mit Entenfutter? Nein, Enten sterben zu früh. Porzellanfiguren? 1:57 später. Also, wer wäre da nicht bereit zu investieren, hä? Mann, das klingt wirklich interessant. Aber ich muss zuerst mit meiner Frau sprechen. Tu das, sprich mit deiner Alten. Sonst wachst du am Ende noch in der Hundehütte auf, was? Richtig. Und wo sollten dann die Piranha-Pudel schlafen? Stimmt. Nun, danke fürs Zuhören. Hier ist ein Gutschein für ein kostenloses Menü und einen Affenkrug im Planet Threepwood von deinem guten alten Freund Stan. So, mehr brauchen wir hier auch nicht. Ich muss dann los. Du solltest nicht zu lange warten. Mein Angebot gilt nicht ewig. So. Stück der Malis, Kunst, da brauchen wir nicht. Gutschein, so Broschüre, die gucken wir uns mal an. Ein großes Bild von einem Paar, das ich nicht kenne. Wow, sieh sich mal einer ihre Haarpracht an. Okay. Hier kann man natürlich noch was klauen. Hyperkleister. Schütteln ist sinnlos, denn den wirst du nie los. Klingt nach einem höllisch starken Kleister. Wollte man den nicht mitnehmen? Hier rein. Was steht? Da steht Stan's Timesharing. So, jetzt haben wir Kleber. Hier kommen wir noch hin. Machen wir später. Oh, ich glaube, der Croccacino lässt nach. Ist nicht schlimm. Wir haben, was wir brauchen. Nämlich diesen Gutschein zum Essen. Na, noch eine Runde auf der Kuh. Aber die bestreichen wir vorher natürlich erstmal mit dem Kleber. Wo ist er denn?
hier fehlt, ist etwas Kleister. Voilà, ein Kleistersee. Nee, nicht mit Carla, ich möchte Barkeeper. Hi. Hey ho, was kann ich dir antun? Wie war das gleich nochmal mit dieser Seekuh? Das ist die mörderische, mechanische Seekuh. Ich hätte wieder mal Lust auf eine Runde Seekuh reiten. Alles klar, zeig, was du drauf hast. Okay, ich fange mit der Stufe Bettnässer an. Das sollte für einen kräftigen jungen Mann wie dich kein Problem sein. Bist du bereit? Meinetwegen kann's losgehen. Okay, wir steigern den Schwierigkeitsgrad etwas. Das ist die höchste Stufe. Zwei Stunden später. Ibi! Gib mir die Sporen, Seekuh-Boy. Ist das vorbei? Fast. Eins. Du hast es geschafft. Und, kommst du runter? Oh, das geht sogar. Ich dachte, die Hose bleibt dran hängen. Ich dachte, du würdest spätestens bei der Stufe Extremgrasen absteigen. Aber du hast es geschafft. Damit bist du in einem erlesenen Kreis, mein Freund. Nur wenige Männer haben den Ritt auf der mörderischen Seekuh überlebt. Komm an die Bar, Partner. Dort bekommst du deinen Affentrug-Verzehrgutschein. Hier, viel Spaß mit dem Preis. Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie in allen Planet Threepwood Restaurants ein, Klammer auf, 1, Klammer zu, Silber-Affenguck-Menü, gültig bis 12.25, kann nicht in Verbindung mit anderen Verzehrgutscheinen eingelöst werden. Mitarbeiter und Sklaven des Planet Threepwood sind nicht teilnahmeberechtigt. Änderungen vorbehalten, nerven Sie uns also nicht, wenn sich was ändert. Nett. So, dann gehen wir doch mal in den Planet Threepwood. So, wo ist denn hier Planet Threepwood? Da, bei Mary. Ins Planet Threepwood natürlich. Treten Sie näher und probieren Sie. So ein Geibaschburger. Die großen Chefköche des Drei-Inselreichs. Rostfrei, Kupfer und Blech. Noch nie von denen gehört. Ach ja. Heute zu empfehlen, Schwertmeisterschmaus. Guybrushs mächtiger Piratenburger. Lobster à la LeChuck. Und Elaines Seetangsalat. Mächtige Piraten wie ich können nicht von Salat leben. Spezialdrinks heute Largus Limo und Fat Fizz. Klingt alles nicht so aufregend. Nein, du sollst nicht raus. Ahoi, Matros! Na. Planet Threepwood hat den goldenen Fischpreis in Jambalaya Town gewonnen. Schön. Los, runter mit dir, Guybrush. Zumindest gibt es hier eine Theke. Keiner da. Wenn ein Kunde versucht zu gehen, kommt bestimmt jemand. Verzeihung? Hi, ich bin Elaine. Ich bin heute Nachmittag Ihre Kellnerin. Darf ich Ihnen unsere Spezialität des Tages empfehlen?
Mann, ist die begeistert von ihrem Job. Ich kann's gar nicht erwarten. Wir nennen es Stan Salami-Soufflé für den kleinen Geldbeutel. Eine mit drei Käsesorten überbackene Salami-Schinken-Truthahn-Paste auf einem gerösteten Roggenbrötchen. Ist ja witzig. Genau das haben bisher alle Gäste gesagt. Was ist das hier eigentlich für ein Laden? Das Planet Freeport ist ein Restaurant, das sich der Sammlung von Ausstellungsstücken des berühmtesten Piraten des Drei-Inselreichs widmet. Guybrush Threepwood. Ah, das erklärt, warum ich das Gefühl habe, dass sich hier jemand höllisch über mich ausgekotzt hat. Ich verstehe nicht. Ich bin Guybrush Threepwood und ich bin von diesem Laden alles andere als begeistert. Ein guter Witz, Sir. Was? Jedes Kind weiß, dass Guybrush Threepwood 2,20 Meter groß ist, eine Narbe über dem linken Auge und einen großen schwarzen Papagei auf seiner Schulter hat. Nein, wirklich, ich kann es beweisen. Fragen Sie mich etwas, das nur der echte Guybrush Threepwood wissen kann. Okay, wie heißen Ihre Eltern? Ich doch jetzt nicht. John und Martha? Ha, jedes Kind weiß, dass sie Fred und Ginger hießen. Ist mir neu. Dann sind sie vermutlich nicht wirklich Guybrush Threepwood. Ich schätze, nein. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin Elaine Marley, die Piratenbraut von Millie Island. Hey, Kleine, mach mir die Elaine. Was? Nichts. Nichts. Und von wem stammt diese brillante Idee? Das Planet Freeport ist ein Tochterunternehmen der Ossimandrill Enterprises. Das hätte ich mir denken können. Ich würde dann gerne bestellen. Was soll's denn sein? Nehmen wir den Burger. Guybrushs mächtiger Piratenburger klingt gut. Das dachte ich auch mal. Und zu trinken? Einen Fat Fizz, bitte. Eine beliebte Wahl, Sir. Und wie möchten Sie bezahlen? Wir haben... Rumreichen. Wie wär's mit diesem Affenkrug-Verzehrgutschein? Ausgezeichnet, Sir. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir wegen der unerwartet hohen Nachfrage Kunden mit Coupons keine Vorspeisen mehr servieren. Sie erhalten jedoch nach wie vor Ihr Freigetränk im traditionellen Affenkrug. Ich sollte mich wohl hinsetzen. Eine silberne Tasse, die ziemlich genau wie ein Affenkopf aussieht. Gruselig. Neben Affenkrug. Hey, das Gratis-Affenkrug-Menü heißt nicht, dass auch der Affenkrug gratis ist. Ich wollte das nicht behalten, ehrlich. Irgendwie muss ich das Ding kriegen und ihnen weismachen, dass es noch da ist. So. Entschuldigen Sie? Ja? Möchten Sie eine kostenlose Piratenkarikatur? Ja. Eine kostenlose Piratenkarikatur? Ja. Damit werben wir für die trottelige und säbelrasselnde Atmosphäre im Planet Threepwood. Die Leute von Ossimandrill Enterprises haben mich, Christopher Kilometer, damit beauftragt, kostenlose Piratenkarikaturen unserer Gäste anzufertigen. Möchten Sie eine? Sicher, warum nicht? Wunderbar. Momentchen. Wissen Sie, was ich an Piraten so mag? Sie sind so aktiv und gesund. Das kommt vom vielen Fechten und Segeln. Und von der frischen Luft. Was ist Ihre Lieblingspiratenbeschäftigung? Eigentlich das? Ich liebe den Geruch von Schießpulver im Morgengrauen. Es ist der Geruch des Sieges. Allerdings riecht Schießpulver am späten Nachmittag eher wie ein Topf mit alten Nudeln. Ich versuche daher, meine Schlachten immer vor dem Mittagessen zu schlagen. Wissen Sie, was ich an den Piraten noch mag? Ihre verschrobene, völlig idiotische Ausrüstung. Holzbeine, Augenklappen, Papageienhaken. Sie sind einfach so seltsam. Und was ist Ihr Lieblingspiraten-Accessoire? Ich
Okay, kein Piraten, der stolz auf seinen Augenklappe ist. Piraten, Papageien auf der Schulter. Keine Ahnung. Ich finde, Holzbeine sehen wirklich witzig aus. Wenn man bedenkt, dass die Beine entweder von Haien abgenagt wurden oder einfach abgefault sind, finde ich die Vorstellung allerdings weniger lustig. Wissen Sie, was ich an Piraten nicht verstehe? Ich ahne Schreckliches. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Sie können doch nicht Ihr ganzes Leben kämpfen, die Welt umsegeln und Beute abschleppen. Oder doch? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Also, was glauben Sie, machen Piraten in Ihrer Freizeit? Buch vorm Kamin, Wochenende Hausarbeit, bestimmt nicht. Ich hab gehört, dass mehr Piraten ihre Freizeit im Internet verbringen. Wahrscheinlich das Erste. Ich nehme an, die meisten von Ihnen machen es sich mit einem guten Buch vor dem Kamin bequem. Zugegeben, normalerweise werfen Sie das Buch ins Feuer, aber trotzdem. Bücher. Ja. Ja. Fertig. Das ist für Sie, Sir. Danke für Ihre Unterstützung. Genießen Sie Ihren Aufenthalt auf der glücklichsten Insel der Welt. Danke. So. Kann man sich die angucken? Er soll wohl ein Künstler sein oder so. Okay, jetzt müssen wir nämlich was basteln. Und zwar... Leertaste. Wir brauchen den... Nee, warte mal. Von alleine klebt die Karikatur nicht auf dem Krug. Jetzt kann ich das Ding irgendwo hinkleben. Der Krug sieht wirklich aus wie das Original. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. So, verwende falschen Affenkrug mit... ...mit Affenkrug. So, dann nix hier raus hier. Können wir nochmal mit dem hier quatschen? Verzeihung. Was denn? Für einen Piraten sehen Sie etwas dämlich aus, finden Sie nicht? Bei Gott, ein Pirat? Ich doch nicht. Piraten sind einfach cool. Ich bin ein Zoohändler auf Urlaub, verstehen Sie? Nein. Haben Sie keine Angst davor, echten Piraten zu begegnen? Nein! Jedes Kind weiß doch, dass Ozymandl die Insel von den wirklich gefährlichen Piraten befreit hat. Dank ihm kann ich hier meiner Leidenschaft für Piraten-Souvenirs nachgehen, ohne dass ich mich mit echten Piraten herumschlagen muss. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen erzähle, dass vor Ihnen einer dieser echten Piraten steht? Verschwinde sofort von hier! Echte Piraten haben Narben, Papageien, Holzbeine und diesen ganzen Kram. Sie sehen eher aus wie einer dieser Schmierenkomödianten, die Mandrill zur Unterhaltung der Touristen angeheuert hat. Ah ja. Aber ich bin ein echter Pirat. Ich bin Guybrush Threepwood. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Der echte Guybrush Threepwood ist über 2 Meter groß, trägt einen Hut, der vom Blut seiner Feinde getränkt ist, und auf seiner Schulter sitzt der Geist seines Lieblingspapageis. Genau hier. Mann, ich bin furchterregender, als ich dachte. Ja,
Ich suche nach den Teilen der ultimativen Beleidigung. Ist das eines der Souvenirs, die im Planet Threepwood verteilt werden? Nein, ein schrecklicher Voodoo-Talisman mit unbeschreiblich verheerender Macht. Ich muss verhindern, dass er in die Hände eines untoten, dämonischen Piraten fällt. Oh Mann, er hat einen Auftrag. Das erinnert mich an meine Piratenrollenspiele. Wie sieht diese ultimative Beleidigung aus? Ein Teil sieht aus wie ein goldener Mann. Ah, das könnte meine C-3PO-Actionfigur zu Hause in Oshkosh sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ein Teil sieht aus wie ein Piratenhut aus Bronze. Tut mir leid, ich schätze, ich habe nicht genügend Erfahrungspunkte, um Ihnen zu helfen. Ein Teil sieht wie ein silberner Affenkopf aus. Ein silberner Affenkopf? Was? Oh, das könnte doch der silberne Affenkrug sein, den Sie im Planet Threepwood zu besonderen Anlässen verwenden. Haben wir schon. Sie glauben also, dass der silberne Affenkrug einer der Teile ist? Ich verwette die Hälfte meiner Trefferpunkte. Ja. Ich finde, wir haben uns lange genug über die ultimative Beleidigung unterhalten. Soll mir recht sein. Ich muss dann los. Und tschüss. Und tschüss. Genau. Und tschüss, sage ich jetzt auch zu euch, denn dieses Video ist schon wieder schön lang. Wir sehen uns in diesem Video gleich wieder. Also, macht's gut. Bis gleich. Tschüss.